Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite bei uns hier auf unserem Kanal, sofort und gleich YouTube. Richtig. Mit dem Herrn sofort an meiner Seite und mit mir. Ja, genau. Und ja, wir fangen heute an, wie immer, mit der linken Seite. Und zwar ist heute, sind heute zwei neue legendäre Skins rausgekommen. Und die zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir jetzt hier als erstes den Musha-Skin. Ein, was soll das sein? Das ist ein Samurai, Ein mein Sa Lieber. Stimmt, ein Samurai. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Ein Samurai mit einem, ja, der Backpack. Sieht nicht so toll aus, aber der Skin sieht nice aus. Der Skin sieht eigentlich mega interessant Der Skin aus. sieht mega witzig aus und mega cool. Aber ist ein bisschen zu fett für jedenfalls und so. Ist halt Egal. ein Bulle, Mann. Ist halt ein Ja. Bulle. Ja, da hat aber keine Panzerung. So. Also, dann haben wir hier die weibliche Form und zwar die Heim. Da ist der Rucksack ein bisschen besser. Habe ich gerade nicht gesehen. Nein. Was hast du Wenn nicht gesehen? die Kitty nicht da wäre, dann wäre der Rucksack besser. War da ein Kitty dran, oder? Ja. Zeig mal, zeig mal. Ist da ein Kitty hinten Ja, ich habe es nicht dran? gemerkt. Aber wenn es jetzt so ein Schwert gewesen wäre. So, das ist die weibliche Form. Sieht nicht so cool aus wie die männliche Version, aber Stimmt, ist auch sehe ich nice. genauso. So, jetzt kommen wir zu den Picken und zu den Extras von dem Set. Und zwar haben wir Part of the Bushido Set. Genau. Ein Props geht raus an Epic Games. Bushido. Naja, Bushido ist eine Kampfsportart. Und noch was Ja, anderes. Egal. deswegen ist es nicht so benannt. So, hier haben wir die Picke und zwar ist es ein Schwert. Glaube ich. Ja, kann man so sagen, Sieht auf ne? jeden Fall vor 8 der V-Bucks ziemlich cool aus und kennt man normalerweise aus dem Spiel. Jetzt kommen wir zu Perfect. 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 Ein dieser Gleiter von diesem Set und ja. Was soll man zu dem sagen? Den finde ich irgendwie überhaupt nicht nice, weil er irgendwie das Standard des Design hat mit eigentlich, ja, das nichts dran besonders. Ja, sehe ich genauso. So, jetzt kommen wir zu der rechten Seite. Und zwar hier haben wir hier Autocleave. Ist eine Picke. Das ist ein. Ja. Ja, das ist ein Dampfhammer, würde ich mal Ja. sagen. Gefällt mir überhaupt nicht. Machen wir lieber weiter mit dem nächsten. Mit dem nächsten Emote ist es heute ein neuer Emote und ja, wir fangen einfach mal Praise the Tomato. Was ist denn Nochmal, warte das? mal, nochmal, nochmal. Was? Was ist denn das für ein Scheiß? Ei, das ist ja so unfassbar. Das ist cool. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber Das ist so witzig. es ist Okay, so. machen wir weiter mit dem nächsten Emote. Confused. Ich glaube, der passt dazu ganz gut. So schaue ich wahrscheinlich jetzt aus, so. Ein Emote, den finde ich jetzt nicht so geil, außer wenn man irgendwen gekillt hat, der überhaupt keine Ahnung vom Spiel hatte, dann kann man ihn auf Der jeden sich Fall vielleicht ändern. versteckt hat, Ja, genau. vercampt hat oder Ja, so. genau. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Aber da fehlt mir So. dann noch irgendwie so ein finaler Abschluss. Jetzt kommen wir zu Kommando. Weiß nicht, wie ihr den Skin findet, aber ich mag diese 800 V-Bucks-Skins überhaupt nicht. Und zwar sind es einfach nur No-Skins mit einem anderen Anzug. Das ist irgendwie Ist nicht dir eigentlich mal besonders. auffallen, dass die immer an der linken Seite irgendwie so eine Beinschiene haben? Ja. Warum haben die die immer an der linken Seite? Keine Ahnung. Das schon mal ganz gut. Klatsch, sieht ihr ins Gesicht. Bam! Witzig. Das ist schon ganz witzig, muss ich echt sagen. Also, Ich glaube, ich kaufe mir er den. gibt zwar überhaupt keinen Sinn, aber ist Ich irgendwie glaube, ich cool. kaufe mir den. Müsst ihr immer Tomaten ins Gesicht klatschen? Ja. Du, das kann ich in Real Life auch gerne machen, wenn du das möchtest. Du? Bei dir? Cool. Machen wir Instagram So, Live also. Stream. Okay. Übrigens ist auch noch dieser Score Royal Modus am Start für ja, Limited Time. Sieht eigentlich ziemlich nice aus und ist auch ganz witzig zu spielen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr bedanken. Dann kommen wir zu einem Servus.